So, liebe Zuschauer, und da ist er wieder zurück. Und gefühlt habe ich etwas ganz Tolles noch eingefangen. Gefühlt erkläre ich euch gleich, warum. Ihr seht hier den Karaloft 650 ME von Weinsberg. Er tummelt sich immer noch in der Halle 1. Und wir haben wieder ein 3,5 Tonnen Fahrzeug, 6,99 lang. Und was meint er denn mit gefühlt? Das zeige ich euch natürlich gleich nach dem schönen Einstieg hier. Das ist das Raumgefühl von diesem Fahrzeug. Es ist ja nicht ganz so einfach, immer mal wieder was Neues zu zeigen. Natürlich kommen noch ganz tolle Sachen, aber hier habe ich ein ganz, ganz tolles Wohngefühl. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Entwicklung Weinsberg in Sachen Beleuchtung ist ganz toll. Das ist egal, ob das hier über die Dinette diese Ambientebeleuchtung ist oder eben auch, gefällt mir ganz gut, das Thema Bodenstrahler, wie man es da hinten recht schön sieht. Ich finde es im Ganzen eine sehr schöne Entwicklung, weil wir haben hier super Linien drin. Ihr seht auch hier wieder, alles ist dahinter leuchtet. Ganz tolle Linienführung, schöne Dekors. Also auch die Küche hier, drei Flammen, Eckkocher, rundes Waschbecken. Dann geht es hier weiter mit der Beleuchtung, unterhalb vom Schrank, oberhalb vom Schrank. Also das bietet wirklich Wohlfühlen. Ja, wir haben hier längs Einzelbetten, die man natürlich verbinden kann zum großen Bett. Und diese schönen Ablagen. Und auch wieder ganz tolle Beleuchtung. Jetzt kann man sagen, na, das ist ja eigentlich ja, Beleuchtung. Aber der eine oder andere von euch weiß sicherlich, wenn man viele Stunden, viele Tage oder vielleicht sogar Wochen in so einem Fahrzeug ist, dann möchte man sich auch wohlfühlen und Beleuchtung trägt ganz viel dazu bei. Unter den Betten haben wir hier die Kleider- oder Stauschränke verschlossen mit Jalousietüren auf beiden Seiten. Ja, wunderbar. Und jetzt schauen wir mal, ich glaube, dass ja genau in der Treppe zum Bett auch wieder für Stauraum gesorgt wurde. Und auch hier die Möglichkeit, direkten Zugang, wobei der auch sehr eng ist, zur Heckgarage zu haben. Ja, wir haben hier unten eine kleine Leiter, um noch leichter ins Bett steigen zu können. Wir haben ein schönes Sunroof auf der anderen Seite, also alles sehr schön lichtdurchflutet. Hier wieder schöne Ablagemöglichkeiten ringsherum. Und auch neben dem Stauschrank über der Dinette haben wir so ein schönes Staufach. Was haben wir noch? Wir haben natürlich ein Bad und vor allem haben wir ein sehr schönes, großes Bad. Ja, also das kann sich sehen lassen. Wir sprechen immerhin von 6,99. Da ist jetzt so ein
schönes, großes Bad nicht unbedingt Standard. Also hier kann geduscht werden. Ein schönes kleines Waschbecken. Das gefällt mir übrigens auch ganz gut, dieses matt gehalten. Erstens fühlt es sich super gut an und sieht auch sehr, sehr schön aus. Dann haben wir hier einen Spiegelschrank. Guten Morgen. Ja, ausreichend Platz. Gibt es nichts zu kritisieren, im Gegenteil. Also nach wie vor, ich habe es eingangs schon gesagt, das Raumgefühl, das Wohngefühl, muss ich schon fast sagen, finde ich in diesem Fahrzeug sehr, sehr gut. Und auch, wenn man sich das Ganze mal von hinten anschaut, ihr seht schon, hier ist einfach richtig viel Platz. Da zu zweit aneinander vorbeizugehen, überhaupt kein Thema. Toll gemacht. Also auch hier wieder großes Lob. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier drin. Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch schnell von außen an. Es sind natürlich viele tolle Features entstanden. Auch hier designtechnisch dieses schöne runde Design. Rund wirkt doch immer weich und geschmeidig. Und hier bei den Außenklappen ist mir aufgefallen, alles Einhandbedienung, sowohl die kleinen als auch die großen Klappen. Die kleine hier vom Gaskasten und auch das Schließen. Es hat eine tolle Haptik. Es fühlt sich ganz, ganz toll an. Hier steht es auch nochmal. Also alle Serviceklappen mit einer Hand zu bedienen. Und das ist das, was ich gemeint habe. Ja? Also es schließt schön. Es hat ein angenehmes Gefühl, eine super Haptik. Und wir haben eine sehr schöne, große Heckgarage. Immer dran denken. Wir reden hier von 7 Metern. Und auf 7 Metern ist da wirklich etwas sehr Schönes entstanden. Ja, hier haben wir schon Urlaubsfeeling. So, jetzt sehen wir durchs Urlaubsfeeling natürlich den Hintern nicht ganz, aber es ist völlig in Ordnung. Und wir haben hier auch eine sehr schöne große Heckgaragentür. Was mir ganz gut gefallen hat auf einigen Messen, ist vielleicht mal ein Gruß an die Hersteller. Da hat man so Maßbänder an die Heckgaragentüren gemacht, damit man genau wusste, wie groß ist die Tür bzw. welche Fahrräder in welcher Höhe passen denn dann wirklich in die Heckgarage. Also das sollte man vielleicht mal wieder einführen. Das ist eine große Hilfestellung auch für uns, wie wir euch die Fahrzeuge zeigen, denn es wird dann wieder die ein oder andere Frage kommen, ja, wie hoch ist denn die Heckgaragentür? Und im ersten Moment wissen es wir dann natürlich auch nicht. Leider. So, wir haben hier, glaube ich, ein Wasserfiltersystem schon an Bord. Auch ein Riesenthema momentan. Ich komme auch im Laufe der Messe noch dazu. Wasserfilterung. Hier haben wir den Wassertank. Schön erreichbar. Das ist auch was mir bei Weinsberg sehr gut gefällt. Ja, Thema Wasserfilterung ist stark im Kommen und ich habe auf dieser Messe auch schon etwas gefunden, was ich euch unbedingt vorstellen werde. Denn, hier die Toilettenbox, wir sprechen als Camper immer gern von Autarkie und beziehen uns dabei meistens nur auf den Strom. Aber der beste Strom erzeugt durch eine Solaranlage oder Brennstoffzelle oder wie auch immer, nutzt mir nichts, wenn ich kein Wasser mehr habe. Und dieses Thema
kommt noch im Laufe der Messe. Also, ich finde ihn super, super schön. Viele Grüße an Weinsberg, toll gemacht. Und ich bin mir sicher, dass unter euch auch jemand dabei ist, der dieses Fahrzeug vielleicht sogar schon hat oder haben möchte. Dann schon mal herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns beim nächsten Mal.